Ja, herzlich willkommen zum 51. Wochenimpuls Kontemplation und Mystik. Im letzten diesem Jahr ein bisschen vorauseilend. Für euch Hiesige die Nummer 86 auf der Seite 119. Für euch andere teile ich den Bildschirm. Auch wenn es erst morgen soweit ist. Weihnachtssegen. Der Stern der geweihten Nacht leuchtet dir, dass du den Weg zur Krippe findest und es ein Ankommen für dich in deinem Leben gibt. Das Kind der geweihten Nacht werde in dir geboren, dass du neu zum Leben kommst und du dich wie neugeboren fühlst. Der Glanz der geweihten Nacht erleuchtet deine Seele, dass deine Dunkelheiten nicht ohne Licht sein und deine Wunden heilen. Die Stille der geweihten Nacht sei in dir, dass deine Zerrissenheit und Angst Geborgenheit findet und du den Ton des Seins hörst. Der Klang der geweihten Nacht klinge in dir, dass sich der Friede in dir ausbreitet und du friedfertig, lebensfreundlich und liebevoll mit dir und anderen bist. Die Heiligkeit der geweihten Nacht berühre dein Herz, dass es sich öffnet für das Wunder, das du bist und du deiner unzerstörbaren Würde gewahr wirst. Der Segen der geweihten Nacht sei mit dir, dass du auch im Alltag deine Kostbarkeit spürst und dem Leben zu dienen vermagst. Ja, dieser Weihnachtssegen ist mir in den letzten Jahren so zugewachsen, über verschiedene Entwicklungsetappen. Und man merkt ihm sicher noch an, dass er auch im klinischen Kontext entstanden ist. Aber heute am Vorabend des Heiligen Abends, auf der Schwelle zum Fest der geweihten Nacht und Menschwerdung, mag er schon stehen und herüberleuchten. Der Stern der geweihten Nacht leuchtet dir, dass du den Weg zur Krippe findest und es ein Ankommen für dich in deinem Leben gibt. Der Stern ist ein wesentliches Motiv, insbesondere in diesem Teil der drei Magier, Könige und Weisen, die sich von ihm rufen lassen und ihm folgen. Und einige von euch kennen ja auch meinen Text »Folge deinem Stern«, der für den Dreikönigstag entstanden ist. Also, folge deiner Sehnsucht, dem, was sich dir als deine Berufung zeigt, was du erkennst, als das, was durch dich ins Leben kommen will, einzigartig und unverwechselbar, nicht nur im Tun, auch im Lassen. Also der Stern der geweihten Nacht leuchtet dir, dass du den Weg zur Krippe findest, zu diesem Geburtsort, und es ein Ankommen für dich in deinem Leben gibt. Das Kind der geweihten Nacht, dieses göttliche Kind, werde in dir geboren, dass du neu zum Leben kommst und du dich wie neugeboren fühlst. Dass es immer wieder diesen Moment des Aha gibt, des Aufwachens zur Lebendigkeit. Zur Fülle des Lebens und Seins. Der
Glanz der geweihten Nacht erleuchte deine Seele. Also erreiche dein Inneres, dass deine Dunkelheit nicht ohne Licht sei und deine Wunden heil. Dass etwas vom Glanz und dem Licht des Mitgefühls und der Fürsorglichkeit, ich liebe auch das alte Wort Barmherzigkeit, das Dunkel in dir hell macht und heilsam wirkt. Die Stille der geweihten Nacht sei in dir, dass deine Zerrissenheit, Ambivalenz und Angst Geborgenheit findet und du nie verlierst, den Ton des Seins zu hören, der ohne Unterlass klingt, ertönt und ruft. Der Klang der geweihten Nacht klinge in dir, dass sich der Friede in dir ausbreite und du friedfertig, lebensfreundlich und liebevoll mit dir, anderen und allem Lebendigen wirst. Die Heiligkeit der geweihten Nacht berühre dein Herz, das sich öffnet für das Wunder, das du selbst bist. Und du deiner unzerstörbaren Würde gewahr wirst und hineinreifst und durchbrichst in deinen Wesensgrund. Der Segen der geweihten Nacht sei mit dir, dass du nicht nur in diesen Festtagen, sondern auch im Alltäglichen deine Kostbarkeit spürst, und dir deine Gotteskindschaft anteilhabend und das eine ausdrückend gewahr bleibst. Und ihr merkt all das, nicht nur Segenswünsche für diesen morgigen, übermorgigen Tag, sondern weit darüber hinaus, immerwährend und bleibend. Denn wie das Ankommen und der Advent mit seiner Ankunft nicht auf diese vier vorweihnachtlichen Wochen beschränkt ist, so ist auch das Fest der geweihten Nacht und der Menschwerdung keine Frage des Kalenders und des Termins, auch wenn es eine große Weisheit der alten Kirche war, dieses Fest an diese Stelle, kurz nach dem dunkelsten Tag zu legen war. Also mögen diese Segenswünsche dich begleiten durch diese Festtage, durch die rauen Nächte hindurch, hinein ins Neue und in den Alltag, der dann wieder vor uns liegt.